Wenn ich jemanden meinen Job beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin derjenige, der es möglich macht, einen Film auf die Beine zu stellen. Quasi allen anderen Departments ermöglichen, ihren Job bestmöglich zu machen. Also ich versuche, alle Leute zu akquirieren, in irgendeiner Form den Inhalt so aufzubereiten, dass jemand anders ihn wieder nimmt und in was Neues verwandelt. Es ist immer spannend, mit kreativ denkenden Menschen zusammenzuarbeiten, die vor Ideen sprudeln und erstmal einfach frei raus, gar nicht an Kosten oder sonst was denken, sondern einfach nur Ideen entwickeln. Und dann eben ist unser Job, zu versuchen, das in irgendeiner Form in einen Film zu gießen. Das Spezielle bei Schokolade ist, denke ich, dass wir auch kreativ arbeiten sehr viel. Dass wir eben an der Lösung mitarbeiten, dass wir die Lösung auch teilweise mit anbieten, also dass Konzeption Teil unseres Angebots ist, unseres Portfolios. Und dass wir da versuchen, ein Filmprojekt von Grund auf mitzugestalten. Die Vernetzung mit den Berliner Kollegen ist auf jeden Fall sehr gut. Wir telefonieren eigentlich täglich miteinander. Es gibt immer wieder was, worüber man sich austauschen muss. Wir haben ja auch eine Standleitung quasi, können Daten hin und her kopieren. Da sind wir super angebunden. Für den Kunden ist ein Vorteil natürlich, dass er alles aus einer Hand hat, also alles aus der Hand von Schokolade, dass wir sowohl Experten haben im digitalen Bereich als auch im Realfilmbereich, dass er dann durch einen Ansprechpartner alle Leistungen geliefert bekommt. Und wenn man dann seinen eigenen Spot im Fernsehen sieht, ist das schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall.